haben ja den See als solches, als Namensgeber auch für unsere Gemeinde. Und das ist natürlich ein Anspruch dafür, dass wir sagen, kommen Sie hierher, genießen Sie unsere Natur. Wir haben Platz für viele, die sich hier erholen möchten. Wir haben 3 Strandbäder in der Gemeinde, die auch von vielen besucht werden. Und das sind nicht nur unsere Bürger, das sind viele von draußen, die auch kommen. Und das soll auch so bleiben und daran arbeiten wir weiter. Jetzt heißt es gegenhalten. Immer ziehen. Ja, wir hatten ja, wie ihr seht, eben gerade den Teich ziehen. Da sind 3 Leute auf jeder Seite und über den Teich ist ein Seil gespannt. Und dann müssen die, dann werden die Mannschaften eben, gibt es ein Startzeichen und dann wird gezogen. Wie setzen sich die Mannschaften zusammen? Sind die freiwillig? Haben die sich gemeldet? Die haben sich vorher gemeldet und sind ja auch Pokalverteidiger dabei. Denn für diese Disziplin gibt es ja auch einen Pokal. Und ja, eine Mannschaft muss unbeirrlich ins Wasser. Woran hat sie eben die Standardfrage? Ich weiß nicht. Unser starker Mann. Tommy hat völlig versagt und dann ist er nicht mehr mit ins Wasser gegangen. Zwischenzeitlich sah es ganz gut aus. Wir haben die Arbeit geleistet. Ich war nur da. Die Ziele des Vereins 1998 gegründet sind vor allen Dingen die Verbesserung der Wasserqualität und Förderung des Tourismus, aber nicht des Bootstourismus, sondern dieser Tourismus, der mit der Natur in Einklang steht. Also unser wichtigstes Ziel war erstmal die Privatisierung unserer Seen zu verhindern. Da haben wir uns sehr, sehr engagiert. Professor Oehler war da einer der Figuren, die da an der Uhr gedreht haben. Und deshalb ist die Gemeinde jetzt Eigentümer des Sees geworden und jetzt können wir auch da ein bisschen mehr aktiv werden. Wunderschöner Wettkampf, die Feuerwehr siegt, prima. Taufe heute? Ja, die Neptunstaufe. Die ist immer. Was ist das Besondere daran? Ja, naja, weil sie erstmal Seewasser kriegen, wird ein bisschen geträufelt auf dem Kopf. Und dann gibt es ja natürlich eine Urkunde dazu. Die kriegen ja alle einen Namen. Ja. Sind da die Leute, die da getauft werden, vorausgesucht oder ist es Zufall? Nee, die werden einfach aus dem Zuschauerkreis, werden sie aufgefordert oder können sich freiwillig melden und dann werden sie getauft von unserem Neptun. So, und Letizia wird jetzt getauft auf den wunderbaren Namen Schlammspringer Gustl. Und herzlichen Glückwunsch.